14. Spieltag geht es zum Tabellen-6. SV Empor. Wie ist das Team drauf? Wie war das Training in der Woche? Das Training lief sehr gut. Ich denke auch, wir sind gut drauf. Die letzten 8 Spiele. Ich meine, wir haben nur eine Niederlage und deswegen sind wir auch optimistisch und gehen morgen positiv da rein. Was ist zu beachten? Auf wen müsst ihr besonders aufpassen beim SV Empor? Habt ihr sie beobachten können? Bis jetzt noch nicht. Das machen wir meistens nach dem Training, die Analyse. Und das kommt halt heute noch. Kommt heute noch? Ja, der Sieg beim Lichtenrader BC, ein bisschen wackelig am Ende, aber doch überzeugend. Machen wir die Chance, sieht es ganz anders aus. Nimmt man das auch positiv mit in das Spiel bei Empor? Ja, natürlich. Ich meine, am Ende zählen nur die 3 Punkte. In 2 Wochen interessiert es niemanden, wie wir gespielt haben. Und solange wir die Punkte holen, ist alles gut. Baran, wie siehst du dich jetzt im Team? 4 Einsätze beim letzten Spiel vom Anfang an. Wann wirst du zum Stammspieler? Ich denke, das kommt jetzt im Laufe der Zeit. Ich meine, ich zeige gute Leistungen. Ich denke, der Trainer sieht das auch so. Deswegen spiele ich auch in letzter Zeit. Und ja, aber in erster Linie ist halt der Erfolg des Teams wichtig. Und solange wir gewinnen, stehe ich auch in der Startelf, denke ich. Du kommst ja auch gerne von außen, spielst gerne in die Box und auch mit deinen Mitspielern. Ist es deine Stärke, als Abwehrspieler offensiv zu denken? Genau, ich bin halt sehr laufstark, finde ich. Ständig hinterlaufen, die Flanken in die Box bringen und das zeichnet mich, denke ich, aus. Du hast ja noch nicht gegen den SV Empor gespielt, ich habe mal ins Archiv geschaut. Du bist ja 2017 zum BFC Preußen gekommen, aus der A-Jugend vom FC Viktoria. Dein erstes Spiel also beim SV Empor, nochmal zum Gegner zurückzukommen. Was ist morgen ganz wichtig für euch? Wir müssen kompakt stehen, von der ersten Minute an konzentriert bleiben. Aber ich denke, das wird kein Problem für uns. Ich gehe da wirklich sehr optimistisch rein, dass wir die 3 Punkte mit nach Langwitz holen. Wie ist das Team auch mental drauf? Mental geht's uns super. Ich meine, 8 Spiele, eine Niederlage, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und deswegen sind wir eigentlich alle positiv gestimmt. Wir haben ständig gute Laune. Spielen noch zum Beispiel alt gegen jung und haben ständig unsere Wetteinsätze im Training. Und ja, es macht Spaß. Kommen wir mal zur Weltmeisterschaft. Ja, du verfolgst ja auch die Spiele, das Spiel der Deutschen. Ja, wie sieht man das so als Spieler der Berlin-Liga, wenn man einen deutschen Auftritt gesehen hat? Ich war ehrlich gesagt enttäuscht von Deutschland. Ich meine, bei einer WM musst du halt für Deutschland sein, wenn du in Deutschland lebst. Was hat dich denn so enttäuscht? Das Ergebnis gegen Japan. Die Politik, und darüber will ich gar nicht reden, aber ich denke, die Deutschen werden es jetzt gegen Spanien besser machen und weiterkommen. Baran, viel Erfolg für morgen. Ja, wir werden natürlich wieder live dabei sein. Dankeschön.